Wollt ihr mal einen richtigen Vollidioten sehen, Leute? Einen richtigen Vollidioten, der, obwohl er der Meinung ist, dass er alles kapiert hat, auch was Activision macht, der sich trotzdem reinlegen lässt. Guckt euch mal an, was passiert ist. Ja. Ich hab das die Minimap Vanguard genauso für uns wie in MW19. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Wo hast du das gelesen, Digi? Das machen die nicht nochmal. Die nehmen nie wieder ein COD ohne Minimap. Niemals. Niemals machen die nochmal ein COD ohne Minikarte. Ist das euer Ernst? Na, sie machen nicht nochmal so eine Minimap wie in MW. Guckt es euch an. Call of Duty Vanguard wird Leute ohne Schalldämpfer nicht auf der Karte anzeigen. Das gleiche wie in 2019. Ich bin im Stream, Leute, ich denke nichts Böses, ich habe so im Hinterkopf, die Alpha droppt demnächst und ja, Totenstille ist jetzt kein Perk und es ist ein Field Upgrade und ja, und kein FOV-Slider und ja, und dann guckt man sich eben auch so ein bisschen die Kampagne an, dieser eine Kampagnenmodus und denkt sich, ah, oh, das sah jetzt eher schwammig aus und WW2 und aber ja, und da, es ist doch, es kommt doch irgendwas Gutes. Und dann seid ihr da ganz entspannt und sagt euch euer Chat gerade, ja, die gleiche Minimap kommt zurück, die du schon in MW19 so gefeiert hast. Ihr erinnert euch, erst MW19 Alpha gab es gar keine Minimap. Die Leute sind auf die Barrikaden gegangen innerhalb von der ersten Sekunde und haben dann dafür gesorgt, dass nach 2 Stunden Hotfix kam, wo die Minimap drinne war. Aber wenn Leute ohne Schalldämpfer geschossen haben, haben sie auf der Karte keinen roten Punkt gehabt. Das heißt, keiner konnte, außer man hört es, sehen, wo ein Gegner ist. Wisst ihr, wie geil das zusammen mit kein Totenstille als Perk war? Wisst ihr, wie geil das als Rusher war, wenn ihr in der dunkelsten Ecke von Norbert, Timmy, Hans, Detlef, Isus getötet worden seid, weil ihr keine Chance hattet, ihn zu sehen, ihn zu hören oder zu sehen, dass er mit der Waffe gerade geschossen hat? Und 1:1 bekommen wir dieses Jahr wieder. Und bevor ihr mir oder einige mir wieder sagen, du siehst doch alles immer nur schlecht, du meckerst doch ohne es gesehen zu haben. Genau das gleiche, Leute, was wir jetzt gerade haben, habe ich in der Alpha von MW19 gesagt, als ich das erste Mal gespielt habe. Genau die gleichen Sachen, genau die gleiche Engine. Alles das kommt jetzt wieder und nach über 11 Jahren COD-Erfahrung kann man anhand dieser Entscheidung sehen, in welche Richtung dieses Game geht. Und tut mir einen Gefallen und glaubt nicht, dass wir Content Creator, und das jetzt Real Talk, Bock darauf haben, dass wir wieder ein Jahr haben, wo man sich eigentlich überlegt, ob man das Game überhaupt starten möchte. Für uns Content Creator ist das absolut Scheiß-Content, wenn man die Dinge kritisch negativ ansprechen muss. Für uns der geilste Content, wenn coole Waffen dabei sind, coole Maps, coole Streaks, gutes Gameplay, Spaß, wenn man mit dem Stream spielen kann. Viele YouTuber sind mittlerweile auch auf Twitch unterwegs, es geht ganz vielen von uns so. Für uns wäre es viel geiler, wenn dieses COD dieses Jahr absolut einfach nur gut werden würde. Und wir sind in genau der Richtung nur entgegengesetzt. MW19, Leute, ist 1:1 Call of Duty Vanguard. Wir haben die gleiche Anlehnmechanik, mit dem Unterschied, dass man sich beim Anlehnen dieses Jahr so noch bewegen kann. Wir haben die gleiche beschissene Minimap, auf der Gegner beim Schießen nicht angezeigt werden. Totenstille ist wieder kein Perk, sondern wieder eine Feldaufrüstung. Wir haben die gleichen Mechaniken wie in MW19. Wir haben das gleiche Streak-System wie MW19. Der Prestige-Modus, der ganz am Anfang im Gameplay noch zu sehen war, ist mittlerweile rausgenommen. Und wir bekommen wieder Seasonal Ranks, so wie wir das mittlerweile von Cold War schon kennen. Also auch wieder für euch und für mich kein normaler Season-Modus. Mega, oder kein normaler Prestige-Modus. So, mega geil.
Applaus. Man muss es ganz ehrlich so sagen, aus der gesamten Engine hat Sledgehammer in diesen 8 oder 9 Monaten, die sie jetzt Zeit hatten, dieses Spiel zu entwickeln, haben sie im Prinzip eine 1:1 Kopie gemacht. Nichts von dem, was wir bisher gesehen oder gehört haben, ist eine Neuerung. Nichts von dem, was wir gesehen oder gehört haben, ist irgendetwas, bei dem sich die Entwickler und der Publisher Activision anscheinend Gedanken gemacht hat. Wir kennen alle die Waffen schon, wir kennen alle die Streaks schon, wir kennen alle diese Perks schon, wir kennen auch die Feldaufrüstung schon. Das Einzige, was wir noch nicht kennen, ist, wie fühlt sich das an? Das werden wir, wenn ihr das Video heute seht, heute sehen können. Und dazu haben wir aber auch ein paar Infos bekommen. Die Infos blende ich euch auch gerne mit ein und ich werde euch ein bisschen darüber erzählen, damit ihr wisst, ab 19 Uhr kann die Alpha von jedem gespielt werden. Ein bisschen Hoffnung hatte ich, dass sie gestern schon droppt. Ist jetzt leider nicht passiert, aber man kann nicht immer alles haben. Die Waffen. Wir werden zur Alpha, sprich zum Champions Hill, Waffen haben, die 10 verschiedene Upgrades haben können. Jede Waffe kann pro Upgrade einen neuen Aufsatz dazu bekommen, sozusagen. Die Waffen rotieren nach jeder Runde. Es gibt ein Set 1 und ein Set 2. Dabei sind Pistols, Shotgun, ARs und LMGs. So wie es aussieht, werden wir hier im Champions Hill keine SMGs haben und auch keine Sniper. Als Granaten bekommen wir die MK2, eine ganz normale Granate im Prinzip. Die könnt ihr kochen, halten, werfen, töten. Kennen wir schon, keine Überraschung. Die Nummer 69, Stuntgranate ist mit dabei. Das Wurfmesser, die Gammon Bomb, das ist eine Impact-Granate, also vielleicht eher gegen Fahrzeuge, hätte ich jetzt erstmal gesagt. Dann haben wir noch die Grasgranate und die S-Mine. Nichts Neues, haben wir alles im WW2 gehabt, haben wir im World at War gehabt, kennen wir alles schon. Es gibt Perks, die durchgängig aktiv sind während einer Runde und man kann bis zu 6 Perks kaufen. Was für mich so ein bisschen liegt, dass wir wieder so eine Art Wildcard bekommen wie in Cold War, wo man vielleicht statt 3 Perks 6 Perks im Multiplayer ausrüsten kann. Dabei ist Geist, Überlebenstraining, High Alert, Tracker, Demolition und Double Time. Geist funktioniert nicht wie in MW19, anscheinend die einzige Änderung. Geist, das heißt, du als Spieler wirst nur auf der Minimap dann nicht angezeigt, wenn du dich nicht bewegst. Bewegst du dich, wirst du nicht angezeigt. Bewegst du dich nicht, wirst du angezeigt. So ist das richtig. Das, was wir als Taktikweste kennen, also gegen Flashgranaten, Gasgranaten, ist Survival Training, also Überlebenstraining. Da haben sie das Perk, was wir alle kennen, einfach nur umbenannt. Dann haben wir High Alert. Hier steht, your vision pulses when enemies outside of your view see you. Sprich, ihr guckt irgendwo hin und hinter euch visiert euch ein Gegner an. Dann seht ihr so einen roten oder gelben Umkreis und seht, okay, es zieht gerade einer auf mich aus der Richtung. Dann haben wir Tracker, das kennt ihr mittlerweile. Wenn irgendjemand auf der Map rumläuft, könnt ihr noch ein paar Sekunden danach sehen, wo er langgelaufen ist. Dann habt ihr noch Demolition dazu, eine Granate extra am Start. Und wenn ihr die Granate werft, wird euch so mit so einem Bogen angezeigt, wo die landen wird und wie sie fliegen wird. Das heißt, Timmy und Tommy werden sich darüber freuen, noch mehr Nades werfen zu können. Und diesmal, ohne Skill zu haben, sehen sie auch, wo die Dinge am Ende landen. Super. Und dann haben wir noch als nächstes Streak, die jetzt nur für die Champions Hill, für die Alpha da ist, Double Time. Kennen wir aus MW19. Deine Kriechgeschwindigkeit, beziehungsweise Crouch Walking, das heißt geduckt laufen, erhöht sich um 30% und der Taktiksprint ist um 50% verlängert. Dann gibt es noch 5 verschiedene Streaks, die ihr bekommen könnt. Sobald ihr diese Streaks erreicht in der Champions Hill in der Alpha, werden die in der nächsten Runde automatisch eingesetzt für euch. Das heißt, es gibt die Drohne, kennt ihr schon, den Flammenwerfer mit unendlich Munition. Der wird erst resettet, wenn ihr damit sterbt oder die Runde vorbei ist. Dann die Death Machine, kennen wir alle aus unzähligen Black Ops Teilen mittlerweile. Die V2-Rakete ist eine Killstreak, die ihr verdienen könnt. Die V2-Rakete kennen wir 1:1 aus WW2. Hier ist es so, wenn ihr sie erspielt habt, wird sie in der nächsten Runde automatisch aktiviert und beendet die Runde im Prinzip. Dann habt ihr Extra Life, das heißt, ihr bekommt ein extra Leben für euer Team. So wie es aussieht, startet ja jedes Zweierteam mit 8 Leben insgesamt. Es gibt eine Armorplatte und es gibt volle Armorplatten. Diese Sachen könnt ihr ganz normal gewinnen im Game sozusagen, könnt ihr kaufen zwischen den Runden und könnt ihr euch erspielen.
Dazu sind vier Operator dabei, die wir heute spielen können. Und zwar Lukas Riggs, Polina Petrova und Leute, wer die Gamescom Opening Live gesehen hat, ne, schreibt mal in die Kommentare, wie gut sah die Schauspielerin davon aus. Alter Falter, ich habe mich verliebt dabei. Dazu kommt Wade Jackson und Arthur Kingsley. Das heißt, wenn man all diese Sachen zusammennimmt, ich würde mich riesig drüber freuen, wenn es ein gutes COD wird, wenn es ein gutes Jahr wird. Aber, und das habe ich vor über 8 Monaten gesagt, als Sledgehammer offiziell bekannt wurde als der Entwickler dieses Jahr, oder sind sie ja erst vor 6 Monaten eigentlich, und vor 7 Monaten, 8 Monaten eigentlich diese Arbeit erst begann. 8 Monate für ein Call of Duty ist einfach zu wenig. Und eigentlich wäre ich da mittlerweile entspannt, weil ich weiß, da vorne am Horizont, Battlefield 2042, aber auch da läuft es nicht so richtig gut. EA und DICE haben vor Wochen, Monaten der Community versprochen, dass sie sehr viel kommunizieren werden, bevor das Game released, über Entscheidungen sprechen, Dinge abhören. Seit 5 Wochen ist bei Activision und DICE, bei EA und DICE komplette Totenstille. Da hört man nichts mehr. Das heißt meistens nichts Gutes, das heißt hinter den Kulissen ist da irgendwo ein Problem oder mehrere. Lasst uns darauf hoffen, Leute, und deswegen möchte ich dieses Video positiv abschließen, dass wir heute in der Alpha, ihr könnt mir gerne auf Twitch zuschauen, wenn ihr Bock darauf habt, dass wir heute in der Alpha vielleicht eines Besseren belehrt werden. Und eins verspreche ich euch, wenn ich mit meinen Vorhersagen dieses Jahr falsch liegen sollte, was ich bisher noch nicht getan habe, werde ich für euch 72 Stunden lang streamen und mir den Rücken auspeitschen. Habt ihr Bock drauf? Freut mich. Wir sehen uns im Stream. Haut rein.